Mit der Entwicklung der Volkswirtschaft wächst der Strombedarf von Menschen immer größer. Aber wegen niedriger Energieumwandlungseffizienz, Fernübertragungsverlust, Symmetrie der drei Phasen des Stromnetzes, variable Last und so weiter beträgt der Gesamtwirkungsgrad von konventionellen Energieversorgungsmodellen weniger als 50%. Bei kleinen Gewerbegebäuden und Ein- oder Mehrfamilienhäusern benutzen die elektrischen Geräte meistens Wechselstrom. Es kann leicht zu einer unsymmetrischen Last der drei Phasen führen. So wird das Netz verdoppelt belastet. Derzeit macht der Energieverbrauch von Einwohnern und kleinen Gewerbegebäuden 30% des gesamten Energieverbrauchs in Industrieländern aus. Mit dem Entstehen dezentraler Energieversorgung wird der Verlust der Fernübertragung verringert. Die Energieerzeugung den Energiebedarf genauer angepasst, die Zuverlässigkeit des Energieverbrauchs erhöht und die Spitzenlast des Stromnetzes besser reguliert. Die Revolution der dezentralen Energieversorgung findet statt. Dezentrale Energiesysteme stellen eine wichtige Entwicklungsrichtung für globale Stromindustrie und Energiewirtschaft dar. Als die höchste Technologie von dezentraler Energieversorgung kann Mikronetz sich selbst kontrollieren, intelligent steuern und gegen dem Stromnetz freundlich sein. WeNets PowerTech Company Limited ist ein weltführender Entwickler und Hersteller von Steuersystemen für Energie-Internet of Things sowie Mikronetz-Energieanlagen. Als Befürworter und Praktiker der effizientesten Energienutzung nimmt WeNets stets die führende Technologie und modernste Mikronetzanlagen zum Kern unserer Entwicklung, um die Energie maximal auszunutzen. Durch dauernde Innovation bietet WeNets dem Mikronetzbereich fachlichster dezentraler Energiemanagementsystem und revolutionäre intelligente Mikronetz-Hardwares und Lösungen an. Mit dem selbstentwickelten AHKW-Produkt WNP Cloudina, das Strom und Wärme intelligent erzeugen und auch speichern kann, hat WeNets viele technologische Lücken in diesem Bereich geschlossen. WNP Cloudina ist ein Mikronetz-Energiesystem, das es echt verwirklicht hat, Naturressourcen mit tatsächlichem Kundenbedarf genau zu passen. Wenn Kundenbedarf an Strom und Wärme groß wird oder die Batteriekapazität niedrig ist, wird das Motor-Generator-Aggregat automatisch gestartet, um Strom unabhängig vom Netz zu erzeugen. Gleichzeitig wird die Abwärme gesammelt und genutzt. Unsere Anlage wird vor allem automatisch Solarenergie oder Windenergie für Kundenbedarf und Batterieladung benutzen. Wenn Kundenbedarf an Strom und Wärme klein ist, wird das Motor-Generator-Aggregat automatisch gestoppt. Zugleich wird Strom durch die Batterie umgewandelt und den Kunden angeboten. WNP Cloudina kann sowohl on-grid als auch off-grid laufen. Wenn Stromspeisung ans Netz oder Strombezug vom Netz gebraucht wird, realisiert WNP Cloudina eine freundliche Ergänzung zum Stromnetz. WNP-Steuerungssoftware kann sich aufgrund des tatsächlichen Kundenbedarfs an Strom und Wärme automatisch nahtlos zwischen folgenden Betriebsarten umschalten. Unabhängige Stromerzeugung durch Generator, Stromversorgung durch Wandler, Netzspeisung und so weiter. Dadurch wird Kundenbedarf an Strom und Wärme völlig erfüllt. Wirkungsgrad für Energienutzung: WNP Cloudina erreicht bis zu 95% und Energie spart um 50%. Mit exklusiver Leistungsverschiebungstechnologie zwischen drei Phasen liegt die Kapazität unserer Anlage bei nur einem Drittel von ähnlichen Produkten, sodass man viel weniger für die Anlage investiert. Die Anlage kann weit verbreitet in kleinen Gewerbegebäuden, Ein- oder Mehrfamilienhäusern, Inseln und abgelegenen Außenposten eingesetzt werden. Das ist eben das Autark-Heizkraftwerk WNP Cloudina. Wir haben das Konzept Schwarmenenergie erarbeitet, das jedes WNP Cloudina als eine unabhängig dynamische Zelle definiert und über eine Netzwerkplattform, die AGS-Befehle vom öffentlichen Stromnetz bekommen kann, verbunden wird. Wenn es benötigt ist, die Spitzenlast des Stromnetzes zu regulieren, werden alle WNP Cloudina schnell zusammengearbeitet, um ein leistungsstarkes virtuelles Kraftwerk zu bilden und Strom ans Netz zu speisen. Wenn es nicht mehr benötigt wird, die Spitzenlast des Stromnetzes zu regulieren, können sie schnell voneinander getrennt werden und unabhängig vom Netz laufen. Diese Schwarmenenergie-Plattform, die jederzeit einzelne Zellen sammeln oder trennen kann, kann nicht nur das Stromnetz entlasten, sondern auch die Zuverlässigkeit des Energieverbrauchs von Einwohnern bis auf 99% erhöhen. Dabei wird auch die Stromunterbrechung vermeidet, die aus Unfällen wie Wartung, Bauarbeiten, Wirbelstürme, Eisregen, Schneestürme usw. verursacht wird.
Gleichzeitig hat es sich zu einer Trägerplattform für die Energie-Internet, das Energie-Internet of Thing und die Blockchain-Technologie entwickelt. Als Kernrichtung orientiert WeNets sich an der Entwicklung vom Mikronetz Energie Internet of Thing Anwendungssystem und bahnt aufgrund des tatsächlichen Kundenbedarfs durch die Schwarmenenergie-Plattform einen umwälzenden Weg für zukünftige Anwendungen von sauberen Energien. Keep Innovation.